Das offensichtlich. Gut, na dann. Ein Herzanhänger. Das ist ein Herz, aber kein Anhänger. Da. Ein Smaragdring. Ich guckte eigentlich, wollte ich gucken, ob man hier irgendwas aufmachen kann. Ach. Aha. Zwei, drei. Guck da. Okay, ein goldenes Ei und eine Maske. Dann haben wir es. Und wir haben eine Schere. Versteckspielprofi. Ja, wir machen das nämlich profimäßig, berufshobbytechnisch machen wir das. Genau. Jetzt haben wir hier den. Nein, können wir die miteinander. Nein. Hä? Hoppla. Ja, ist auch was abgestürzt. Wofür brauchen wir denn Benzin? Uns fehlt hier immer noch Futter für die Taube. Ansonsten. Ah! Sonnenblumenkerne. Futter für die Taube. Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir etwas aufziehen. Und zwar. Schweileon. Partner Lucia Rembrandt. Spezielle Fähigkeit. Tarnung. Disposition. Meister der heimlichen Tarnung. Gleicht sich optisch gerne an. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe da einfach nur so hingeklickt. Ist ja cool. Jetzt haben wir alle zusammen. Voll gut. Das hat super. In meiner Zeit wird diese. Ach, guck, siehst du. Ja. Können wir hier dann bestimmt auch noch mal, ne? Siehste? Siehste? Was haben wir denn da? Das muss das Loch für den Brennstoff sein. Da kommt dann wahrscheinlich der Trichter rein. Schwupp. Das ist nicht das erhoffte Resultat. Auch nicht. Gut. Also ich frage mich, wie er da jetzt an Benzin kommt. Wahrscheinlich brauchen wir noch irgendwie einen Gartenschlauch oder sowas. Was steht hier? Achtung, die Schatzkammer des Ordens ist für jegliche technischen Geräte inklusive den mit temporalen Mechanik, mit temporaler Mechanik dringlich und Versuch ist zwecklos. Na toll. Ist ja sehr hilfreich. Kann man damit vielleicht die Niete hier entfernen? Oder die? Nein, auch nicht. Was war denn hier noch? War da nicht noch irgendwas hier? Nein. Kann ich den hypnotisieren? Auch nicht. Ach. Ah. Ein Smaragd. Ja. Dann hätte ich genau 1 Euro. Jetzt stell dich nicht so an. Das ist grün und das ist auch grün und ich dachte, das grün und grün gesellt sich gern und so. Nicht? Ich sollte etwas davon einsammeln. Ja, aber wie? Hier ist nichts mehr zu machen. Da ist zu, da ist zu, da ist nix. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Nö. Hier haben wir eigentlich auch nichts mehr. Der ist auch raus. Wieder. Schlosstor. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist nur noch das Pferd. Aber da können wir irgendwie auch nichts mitmachen, weil das war ja mal so.
Das war ja so ein Zukunftsgegenstand. Warum auch immer man das jetzt nochmal angucken kann. Damit nicht. Tja, nun, wie soll ich sagen? Ich fühle es ganz deutlich, wir sind dem Ende nahe, aber ich komme hier irgendwie nicht weiter. Temporale Handschellen. Also ich müsste ja eigentlich nur noch jetzt das Benzin da rausholen und den Smaragd irgendwo einsetzen. Können wir den da einsetzen? Da der Trichter nun eingesetzt ist, kann ich das einfüllen, was für den Start der Maschine erforderlich ist. Ja, aber wir haben ja keinen Kraftstoff. Außerdem ist das ein Belüftungsschlauch. Wie will man damit da... komm. Ich dachte, der gehört dahin. So. Was jetzt? Die Abbildung der Abbildung? Nein, nochmal. Den Abbildungen in der Ecke zufolge kann diese Maschine verschiedene Dinge aus einem Objekt herstellen. Wir haben ja nicht so viele Objekte, geben wir immer den. Ach, jetzt haben wir da mehr von. Ach, cool. Okay, also jetzt hat man aus einem großen mehrere kleine. Und da haben wir jetzt eine halbe Münze. Ja, das macht alles total Sinn. Ich hinterfrage hier schon einfach gar nichts mehr. Oh Gott, was müssen wir jetzt machen? Verbinde alle farbigen Kristallpaare mit dem Laserstrahl. Ordne die reflektierenden Kacheln so an, dass sie die Richtung des Strahls verändern. Okay. Das war ja jetzt relativ einfach. Die kommen so. Die Frage ist. Ach so, ja gut. Das wir sind einfach gut. Wir sind einfach richtig gut. So. Was haben wir jetzt hier? Ich möchte den Alarm auslösen und ein Feuer wäre dazu ideal. Ach, wenn wir doch jetzt nur Feuer machen können. Verdammt. Ich glaube, meine Eier sind gerade ernsthaft. Nee, echt ernsthaft. Kann mal einer das Wasser wieder abstellen? Jetzt ist er natürlich geschlagen. Weil ich muss das Phantom schnell verhaften, ehe es noch entwischt, weil er ja auch gerade voll entwischen will. Beste schauspielerische Leistung ever. Ja, die Credits hatten wir ja nun schon durch. So, dann gucken wir jetzt noch mal in den geheimen Raum. Das war jetzt gerade mal wieder ein bisschen sehr absurd, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber gut. Soll uns ja nicht dran hindern, hat uns ja noch nie dran gehindert, sowas zu spielen, dass es absurd wäre. Guck mal, hier muddelt Morpheus rum. Wir haben wieder ein Inventar mit nichts drin.
Ich habe mein Dasein in dieser Welt verlängert, um dich wahre Weisheit zu lehren. Halt, 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 halt. Erkenne deine an und du wirst man durchstreite diese Türen der Erinnerung und erfahre alles über deine früheren Verkörperungen. Ja. Können wir das nochmal hören? Morpheus will, dass wir die Spur seiner Erinnerung, dass wir der Spur seiner Erinnerung folgen und etwas über seine früheren Verkörperungen erfahren. Okay. Na dann.